Weltweit kostenlos an tollen Orten Urlaub machen, klingt genial, oder? Ich glaub's nicht. Wir wohnen hier einfach voll viel. Die geniale Idee dahinter nennt sich House-Sitting. Das heißt, ich passe auf das Haus auf, während die GastgeberInnen weg sind und auch auf deren Tiere. Komm her. Ja, Falk. Nein! Oh Mann, scheiße! Aber funktioniert das wirklich so reibungslos und wie entspannt kann so ein Urlaub sein? Ist weg! Lukas, das kann ich sein auf den letzten Metern. Sulu! Er ist weg. Er ist wirklich weg. Meine Reise startet an einem Montagabend. Ich fahre mit dem Fernbus nach Südfrankreich. Wir wollen ja möglichst günstig da ankommen, deswegen haben wir uns für Bus entschieden. Aber es ist eine lange Strecke. 12 Stunden Fahrt. Hin und zurück kostet mich das nur rund 60 Euro. Viel mehr werde ich auf dem Kurztrip auch nicht ausgeben. So, ich zeige euch jetzt noch, wo es hingeht. In diesem Landhaus werde ich 5 Tage lang kostenlos wohnen und im Gegenzug auf die Tiere aufpassen. Ich hoffe, dass ich da alles mit den Tieren natürlich hinkriege. Das ist schon viel, was ich machen muss. Denn ich bin quasi für eine kleine Farm verantwortlich. Insgesamt sind es 16 Tiere. Im besten Fall ist das, ich da so komplett runterkomme mit den Tieren, dass einfach voll die schöne Landschaft ist, ich das voll gut gemanagt bekomme und am Schluss die Tiere richtig doll lieb habe. Ich mache die Reise natürlich nicht alleine, sondern gemeinsam mit Lukas. Lukas macht Kamera und ist Autor vom Film. Und falls ich mit den ganzen Tieren da nicht klarkomme, dann hast du ab morgen auch ein paar Tiere. Es wird hoffentlich nicht passieren. 4 Wochen vorher habe ich meinen Trip organisiert. Im Netz gibt es verschiedene Portale, die House-Sitter und Hosts zusammenbringen. Angebote gibt es rund um den Globus, von Deutschland bis nach Australien. Also überall, man kann wirklich überall hin. Am nicesten wäre es natürlich so ein richtig geiler Urlaub irgendwo in Frankreich, Italien, Spanien. Mit diesen Fotos will ich die potenziellen GastgeberInnen von mir überzeugen. Außerdem fülle ich einen kleinen Steckbrief aus. Weil ich schon bald verreisen will und nicht so flexibel bin, suche ich auch auf Plattformen mit Bezahlmodell. Die können bis zu 240 Euro pro Jahr kosten. Es gibt zwar auch kostenlose Portale, mein Eindruck ist aber, auf den Bezahlseiten gibt es einfach mehr Angebote. Dann einfach Leute anschreiben an Orten in Europa. Ich schreibe in den nächsten Tagen mit Leuten aus Spanien, Großbritannien, Frankreich und Italien. Das ist anstrengender als gedacht. Ich habe nämlich auch ein paar Absagen bekommen, weil die Leute eher nach House-Sittern gesucht haben, die in der Nähe suchen, die vielleicht auch schneller und öfters einspringen können. Und das ist ja bei mir auf jeden Fall nicht so in Frankreich oder Spanien oder wo auch immer. Die Leute antworten super schnell. Mir haben fast alle geantwortet. Ein paar auch nicht, aber mir haben viele geantwortet und auch super lieb geantwortet. Und dann bekomme ich eine Zusage aus Südfrankreich in der Nähe von Nizza. Oh mein Gott, ich freue mich so. Also ich glaube, es wird wirklich eine Herausforderung, weil sie meinte, die Tiere können noch mal crazy sein. Und die ist ja so nett. Und dann bin ich bald einfach in Frankreich mit ganz vielen Tieren. Oh mein Gott, ich freue mich so. Zurück im Bus nach Nizza. 5 Tage soll mein Urlaub mit An- und Abreise dauern. Und ich ahne, dass mein Job nicht ganz so einfach wird. Denn für die Einweisung hat Besitzerin Shara einen ganzen Tag eingeplant. Heute ist es so, dass Shara die Besitzerin uns abholt und sie immer will, dass man noch mal einen Tag zusammen hat. Deswegen sollten wir auch so früh anreisen. Nach 12 Stunden bin ich endlich in Nizza angekommen. Weiter geht es mit Straßenbahn und Zug nach Cannes. Dort bin ich mit Shara verabredet. Vorab hatte ich bereits einen Videocall mit ihr. Denn wir mussten ja checken, ob es für beide Seiten passt. Hi Shara! Hello! So now we are here! Oh my goodness! Hi! You're traveling very nice and light. Yeah. Fantastic. Yeah. Shara nutzt oft die Hilfe von House-Sittern, wenn sie und ihr Mann Urlaub machen wollen. Für sie ist es auch jedes Mal ein kleines Abenteuer. Kommen die Leute gut mit ihren vielen Tieren klar? Because you're leaving people with a lot of responsibility. Wie groß meine Verantwortung sein wird, erfahre ich gleich. Vorher steht mir aber eine besondere Begrüßung bevor. Hello. Molly will be. Hello. Ey, die freuen sich ja wirklich. Hallo. Oh ja. Lukas, die sind richtig süß. Wow, dieses Anwesen ist einfach nur schön.
Hier werde ich die nächsten 4 Tage auf 2 der 4 Hunde, 7 Hühner, 3 Katzen, 3 Schafe und auf eine Gans aufpassen. Die Gans wird mich besonders fordern, aber davon weiß ich jetzt noch nichts. Don't worry about dirty feet. So you need to follow the dogs down the stairs. Okay. And then I'll show you where your bedroom are and I'll just put... It's so cozy. Für Lukas und mich gibt es eigene Gästezimmer. Also wenn ich mir ein Hotel aussuche, ne, dann würde ich mir, oder ein Airbnb, würde ich mir das so aussuchen. Das ist ja mein Dream Place. Ich glaub's nicht. Wir wohnen hier einfach for free, Lukas. Aber dafür muss ich hier ordentlich mit anpacken. Und ich muss wirklich einiges beachten. That is what they eat. Yeah. They're like menu, morning and evening, which I'll explain this evening. Yeah. And this is like the notes just about all the animals. If you just read it through later, it doesn't matter when. Check for eggs. Mm-hmm, yeah. Here. Shara zeigt mir, was es alles zu tun gibt. You can, okay, that's nice, okay. So Nadine, this is the very glamorous part of the glamorous part. It's just that otherwise it gets horrible in there. You see they do their poop on the back here. Oh yeah. Yeah. It's really not very nice. It's just a bit smelly and then I just pick up. Auch den Schafstall muss ich einmal am Tag ausmisten. You can make friends with them. In there. Yeah. Ich glaube, ich schaffe das, aber es ist work. Also it is work. Und du musst dir auch die einzelnen Schritte merken, weil jedes Tier wird anders gepflegt und es sind einzelne Teilschritte, aber ich glaube schon, dass ich es schaffe. Bevor es jetzt gleich ins Bett geht, gibt es noch eine Besonderheit bei Hündin Molly. Sie ist alt und muss nachts eine Windel tragen. No way! Ja. So, Molly, you have to wait. Is this for children? No, this is specifically for dogs. Her Winden for the night. Okay. Yeah, perfect. So, then see you tomorrow. Yeah. Am nächsten Tag um 7 Uhr zeigt mir Shara noch die Morning-Routine. Und ganz wichtig, wie ich mit den Hunden Gassi gehe. Denn damit auch die altersschwache Molly mit kann, müssen wir dafür mit dem Auto auf den Berg fahren. Ein gemütlicher Dogwalk wird es aber nicht für mich. Hündin Molly ist gehörlos und Hund Zulu büxt gerne mal aus. Once he starts to run, he just goes. And sometimes he's gone for 5 hours, he goes 10 kilometers, 15 kilometers, he goes everywhere. Deshalb hat Shara dieses Halsband für Zulu. Damit spielt sie per Knopfdruck einen Sound ab. Wenn Zulu zurückkommt, gibt es ein Leckerli. Der Deutsche Tierschutzbund lehnt solche Halsbänder ab. Ich fühle mich damit auch nicht ganz wohl, aber laut Shara geht es nicht anders. Deswegen halte ich mich an ihre Routine. And then suddenly he'll start to go a little bit too far, a little bit too fast. So now, if you just press the green thing, twice. Jetzt verstehe ich auch, warum Shara die anderen 2 Hunde mit in den Urlaub nimmt und ich mich nur um Ausreißer Zulu und die gehörlose Molly kümmern werde. Ich ahne schon, Zulu wird meine Nerven ordentlich in Anspruch nehmen. Aber ich habe schon ein bisschen Respekt davor, dass der mir nicht wegläuft. Yeah. There's a good boy. Und dann macht sich Shara auf in den Urlaub. Ihr letzter Rat? Stick to the routine. I mean, it'll make your life easier at the end of the day if you stick to the routine. Have a good time. Yeah, thank you very much. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ja, jetzt haben wir hier, jetzt habe ich eine kleine Farm, auf die ich aufpassen muss. Ich habe am meisten Schiss, dass mir entweder Zulu wegrennt, dass ich die Hühner irgendwie einfangen muss. Ich hoffe, die gehen da abends alle rein. Ich will die nämlich nicht hochheben eigentlich. Die Gans soll mich auch nicht attackieren. Wir sollen Freunde bleiben. Und dass irgendwie Shara nicht wiederkommt und denkt, oh Gott, hier ist ein komplettes Chaos. Sondern das hast du alles so gemacht. Jetzt erstmal Breakfast Time aus frisch gelegten Eiern von meiner kleinen Farm. Fühlt sich für Lukas und mich auch ein bisschen nach Urlaub an. Die nächsten Tage machen wir auch nochmal einen Ausflug. Jetzt kann ich aber erstmal meine freie Zeit genießen. Ich verbringe den Tag in der Sonne. Und dann steht meine erste Abendroutine alleine an. Und die wird ganz anders laufen als geplant. So. Naja, Katzen gehen noch. Hunde gehen auch. Die Aufregung kommt am meisten bei den Hühnern und bei der Gans. Cats. One. Cats check. Und dann steht Hühnerstall sauber machen auf dem Programm. Doch da gibt es das erste Problem.
Ah, da ist schon eine drin. Oh nee, nicht, dass die schon drin sind. Oh nee, und jetzt habe ich die nicht sauber gemacht. Was mache ich denn jetzt? Lukas, das war so nicht geplant. Das findest du witzig für einen Film, ich weiß, aber die hätten noch nicht drin sein dürfen. Ich muss jetzt eigentlich die Kacke wegmachen, aber gestern waren sie nicht drin. Kommt weg! Raus da! Kommt! Raus! Raus! Kommt! Komm! 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 Was mache ich denn jetzt? Ich kann das nicht sauber machen. Dann mache ich wenigstens den hier unten das sauber. Ist nicht perfekt. Ich hätte die Kacke auch unter denen sauber machen müssen. Ich habe wenigstens unten sauber gemacht. So. Kommt her, ihr kleinen Schäflein! Ihr wartet noch hier. So. Und auch hier bringen mich die Tiere direkt aus dem Konzept. Ja, abwarten. Oh je. Kommt her. Her. Was ich zu spät checke, die Tiere hätte ich erst später füttern dürfen. Jetzt ist der Wurm drin. Mist, das hätte ich nicht machen sollen, weil sie müssen hungry sein abends. Sonst gehen sie später nicht mehr rein. Ich mach's wieder weg. Sonst haben die später keinen Hunger und kommen nicht mehr rein. Also ich bin ein bisschen aus der Routine rausgefallen. Als nächstes soll ich ganz Ocker ins Gehege bringen. Laut Sharas Anleitung soll sie mit Futter reingelockt werden. Aber auch das wird schwieriger als gedacht. Komm hier, Ocker. Ocker, komm her. Ocker, komm her. Komm, Ocker. Nein, Molly, nicht für dich. Komm. Komm her. Jetzt komm. Komm doch her. Komm her. Komm her. Ja, ich weiß, du hast Bock drauf, aber du willst mich auch verarschen. Das mit den Hunden ist halt kacke. Okay. Komm, 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 komm. Komm mal hier. Komm mal hier. Nein, komm hier. Zulu, komm. Okay, komm. Komm hierher. Ja, fein. Nein, Olli. Komm, Oka. Oka, Bär. Kannst du die Hunde noch mal rufen? Zulu. Zulu. Okay, komm. Geh da rein. Ja. Ja, fein. Halleluja. I made it, ey. Feed dogs and then put Oka in. Ja, falsche Reihenfolge. Stick to the routine. Molly! Aber das hat mich ein bisschen in Wahnsinn getrieben, gerade mit diesem Oka. Ich dachte, ich krieg dieses Tier nicht mehr rein. Hunde füttern ist dafür easy. Und dann heißt es Hühner checken und Schafe ins Bett bringen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gute Nacht! Und jetzt die Schafe. Die müssen nachts unbedingt im Stall sein. Eines wurde schon von einem Wolf getötet. Ich mach's euch gemütlich. Genau, danke schön. Nein! Oh Mann, scheiße! Kommt rein! Komm! Kommt rein! Komm! Komm, 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 komm! Ihr wischt mir nicht aus! Oh Gott, das war... Lukas! So, komm! Solo! Wenn ich mich auch nur um die Hunde kümmere, dann ist den ganzen Tag komplett Urlaub. Aber die Schafnummer und die Hühnernummer, die ist schon auch, dass man dazwischen das Gefühl hat, man arbeitet. Aber dafür wohnt man ja for free. Genau, die macht sich manchmal nachts in die Hosen. Warte, pass auf. So, jetzt kann sie schlafen. So habe ich mir das vorgestellt. Ne, so du dir auch. Sie kommt sogar noch näher zu dir ran, wenn du das möchtest. Das ist der verschuckelste Hund der Welt. Gute Nacht. Mein erster Morgen alleine. Ich hoffe, dass es wird und dass hier gerade alles zu war und dass die jetzt nicht irgendwie rausgebrochen sind. Und auch, dass die Hunderunde gut wird und ich mit beiden Hunden wieder zurückkomme. So früh aufzustehen, ich war halt ganz früh im Bett. Ne? Normalerweise im Urlaub bin ich schon gerne abends lange am Sitzen und vielleicht noch am Essen und Quatschen. Das haben jetzt hier Lukas und ich gestern auf jeden Fall nicht gemacht. Wir sind echt früh ins Bett gegangen. Es ist halt ein anderer Style vom Urlaub. Es ist halt eher den Tag nutzen und nicht so den Abend. Also ich würde es nicht packen mit hier bis nachts wach bleiben. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Die warten schon alle. Hallo. Guten Morgen. Hi. Alle Tiere haben die Nacht gut überstanden. Jetzt muss ich Feuer machen und allen Futter geben. Und dann steht die bislang größte Herausforderung an. Gassi gehen mit der altersschwachen Molly und dem notorischen Ausreißer Zulu.
Dafür hat uns Shara ihr Auto da gelassen. Worst case beim Gassi gehen ist, dass Zulu abhaut. Aber angeblich ist ja Zulu ruhiger, wenn nur zwei Hunde mit sind. Was ich jetzt noch nicht ahne, dieser Spaziergang wird mir noch lange im Gedächtnis bleiben. Und du, mein Herz, wartest schön, ne? Wait, Zulu, Zulu, komm hierher. So, jetzt muss ich hier aufpassen. Komm mal her zu mir, komm mal her zu mir. Doch ganz Zulu ist erstmal gar nicht das Problem, sondern die gehörlose Molly. Komm, Molly, wir brauchen Molly. Molly. Molly hört dich ja nicht. Ja, das ist das Problem. Fein, kommt mal beide her, ihr beiden Mäuse. Ja, fein. Molly, 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 Molly. Ach, sie hört mich ja nicht. Wir müssen sie anstoßen. Die hat da auch irgendeine Spur. Molly, Zulu, mein Herz. Komm, wir gehen da lang. Ganz fein hörst du. So, klappt doch. Das Soundhalsband will ich möglichst nicht nutzen. Komm mal noch mal zu mir. Ja, ganz fein. Ganz fein. Hey, der macht das ohne Klickern. Läuft gut. Läuft gut, ne? Ich muss trotzdem echt aufpassen, dass ich Zulu nicht aus den Augen verliere. Nicht so verrückt angespannt, aber halt konzentriert, dass ich das halt alles hinkrieg. So richtig genießen kann ich den Spaziergang nicht. Umso froher bin ich, als wir wieder zurück beim Auto sind. Doch dann... So reagiert er nicht. Zulu! Er reagiert nicht. Ja, jetzt ist er weg. Ist weg! Lukas! Das kann nicht sein auf den letzten Metern. Zulu! Zulu! Er ist weg. Er ist wirklich weg. Oh Gott, hast du mir einen Schrecken eingejagt? Komm her! Du hast mir einen Schrecken eingejagt! Ging kurz die Pumpe. Ja, ging kurz die Pumpe. Ich dachte kurz, er ist weg. Komm, wir gehen ins Auto, ihr Mäuse. Hier ins Auto. Er hat mir am Schluss noch einen kleinen Schock eingejagt. Da habe ich ganz kurz hier mit Lukas gesprochen und da war er ein Stück weiter weg. Da hat er auf jeden Fall nicht auf meine Stimme und auf die Leckerli reagiert. Und jetzt bin ich aber ganz froh, dass sie sich ausgetobt haben. Ich den ersten Dogwalk hinter mir habe und beide Hunde wieder im Auto. Man hat aber irgendwie, ich finde es schon ganz geil, dass man was getan hat. Kennt ihr das nicht, wenn man im Urlaub ist? Und es ist zwar schön, nur zu entspannen, aber dann wird einem auch irgendwie langweilig. Und hier machst du halt was. Nach dem Stress kümmere ich mich erstmal um mich. Und dann habe ich ja noch ein besonderes To-Do von gestern offen. Nee. Oh, ist richtig voller Kacke. Ich mach das jetzt einfach hier reinkommen. Ich war ja ein Pferdekind, Leute. Deswegen, keine Ahnung, mich stört sowas nicht so. Hey. So, mein Ei. So, jetzt habe ich aber wirklich meinen Vormittag alle Sachen getan. Ich gehe flussabwärts, träume mit dir davon. Halt deine Hand um, ja. Es ist 16 Uhr, das bedeutet Abendroutine. Bei Ganz Ocker probiere ich es heute mal mit einem strengeren Tonfall. Los, kleiner Herr. Ab mit dir, rein. Ich hol dir noch ein Mais. Ja, da bist du schnell. Ich bin nämlich der Boss. Ich glaube, ich war gestern unsicher. Hat er mitbekommen. Heute dachte ich mir, Ich bin hochmotiviert und koche für Lukas und mich. Jetzt haben wir noch mal 2 Stunden Freizeit. Für morgen haben wir einen Ausflug geplant. Wir wollen die Umgebung erkunden. Dann ist Zeit fürs Abendritual. Und ich bin verliebt. Zulu darf ja hier bei mir schlafen. Und ich zeige euch mal ganz kurz, wie ihr gerade hier liegt. Er sucht immer Kontakt. Er hat entweder die Pfote irgendwie in meinem Arm oder seinen Kopf auf meinem Bein. Wie so ein kleiner Mensch. Der nächste Morgen. Guten Morgen. Ich muss trotz Regen raus. Hilft ja nix. Wir drehen um. Boah, sind wir nass. Ich schreibe Shara eine Nachricht, damit sie mal ein Lebenszeichen von uns hat. Sie hat mir gestern ein Bild geschickt und daraufhin hatte ich das Gefühl, sie will mal wissen, wie es hier ist. Aber wenn sie weiß, dass hier allen es gut geht, glaube ich, kann sie auch den Tag besser genießen und freut sich. Jetzt will ich aber endlich mal die Umgebung erkunden. Der Abschied von Zulu und Molly fällt mir gar nicht mal so leicht. Aber laut Shara können die Tiere auch mal ein paar Stunden alleine bleiben. Der Garten ist schließlich umzäunt. Nur den Hunden gegenüber so ein leicht schlechtes Gefühl. Weil ich die irgendwie nicht alleine lassen möchte. Ich möchte ein richtig geiles französisches Croissant essen. Ich liebe ja Croissants, ein paar von euch wissen es ja schon.
sonnig wäre natürlich ein bisschen gemütlicher, aber wir gucken uns jetzt mal hier ein französisches Dorf an. Ja, voll süß. So ein richtig schönes französisches Dorf. Das ist schön. Okay. Und jetzt geht's nach Hause. Mit gemischten Gefühlen. Weil wir sind jetzt schon 3,5 Stunden unterwegs. Wir haben jetzt einfach noch Sachen nachgekauft von den GastgeberInnen, die wir einfach benutzt haben in den ersten 2 Tagen. Ich hoffe sehr, dass es Sulu und Molly gut geht. Ja, wir sind doch mit. Gott, freut ihr euch. Auch Molly kommt weiter angerannt. Schon verrückt, wie schnell wir uns aneinander gewöhnt haben. Im Haus ist auch alles okay. Und dann ist schon Zeit für meine letzten abendlichen To-Dos. Jetzt ist es auch gar nicht mehr so Arbeit. So am Anfang, klar, oh Gott, vergesse ich was, mache ich was falsch. Ihr merkt, es sind jetzt so schnell ein paar Handgriffe. Das machst du wie so Geschirrspüler einräumen ein bisschen. Shara kommt morgen wieder, das heißt nur noch heute. Ich hoffe aber, dass ich nicht irgendwas dann doch vergessen habe. Am letzten Morgen heißt es sauber machen und aufräumen. Denn mir hat es so gut gefallen, dass ich vielleicht sogar mal wiederkommen würde. Dafür will ich bei Shara einen guten Eindruck hinterlassen. Sie haben gerade geschrieben, dass sie gleich da sind und wir warten jetzt hier einfach, ne? Guck mal, wer da ist. Guck mal, wer da ist. Oh, sei nicht böse. Alles gut. Was passiert? Hallo, Lupi. Crazy. Maybe we do, shall we do a round together? Yeah? Let's do it. Shara checkt, ob es ihren Tieren gut geht und ich all ihre Hinweise befolgt habe. Ob ich wohl wiederkommen dürfte? I think if you'd like to come back, I'd be very happy to have you back. Really? No, I mean, they all look happy, everything looks fine, and it's always lovely to have, you know, it's so nice to have house sitters who come back. No, well, thank you so much, Shara. And now we have to go back home. Back to reality. Ja, ich freue mich voll, dass alles gut ist und dass ich wiederkommen darf. Tschüss, kleine Maus. Jo. Tschüss, tschüss. Das ist ganz fein. Jetzt die Frage an euch. Könntet ihr euch das vorstellen, kostenlos Urlaub machen und im Gegenzug auf Haus und Tiere aufpassen? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Mein Fazit ist, ein House-Sitting-Urlaub ist auf jeden Fall was Besonderes. Es ist voll günstig. Klar, man muss Tiere mögen. Ich liebe Tiere und hatte deswegen meine beste Zeit. Trotzdem müsst ihr eben wissen, dass man Routinen einhalten muss, die die GastgeberInnen eben sonst auch mit ihren Tieren machen. Und das kann zum Beispiel bedeuten, dass man früh aufsteht, als auch Hühnerkacke wegmachen muss. Mir hat's gefallen und ich möchte jetzt einen Sulu haben. Wenn ihr keine Puls-Reportage mehr von uns verpassen wollt, dann lasst uns hier ein Abo da, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und wenn ihr jetzt auch Bock habt, mal einen House-Sitting-Urlaub zu organisieren, aber noch nicht wisst, wie ihr da hinkommt, checkt doch mal die Reportage aus. Da habe ich mal geschaut, wie das Nachtzugfahren so funktioniert. Und hier habe ich mir mal in Wien angeschaut, wie Wohnen gegen Hilfe funktioniert. Da bin ich bei Peter eingezogen. Tschüss!